Zukunft-Fans. Also, wir haben eine wunderbare, traumhafte Nacht mit 10 Stunden Schlaf ohne Unterbrechung hingelegt. So das typische Borkum-Fieber, ne? Müde, Hunger, viel Essen. Jo, und so haben wir ausreichend Kraft und haben uns auf die Räder geschwungen, sind schön den Deich entlang zur Aussichtsdüne hier nahe der Hohe Hörn. Es ist mit, oh, ich weiß gar nicht, wie spät wir haben, 11.45 Uhr schon reichlich voll. Viele Leute unterwegs bei bombastischem Hochsommerwetter. Knappe 20 Grad, das ist ein Traum. Liebe Freunde, mit diesen schönen Bildern möchte ich mich für heute verabschieden. Das war das Holiday Diary Tag 2. Wir lassen den Tag noch ein kleines bisschen ausklingen und den Drachen steigen am Südstrand. Und dann werden wir mal schauen, wo wir irgendwo was noch schnabulieren können. Also ist herrlich, bleibt gesund, schönes Fernweh und bis morgen.